So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Mount & Blade Warband, Folge Nummer 43, glaube ich. Ja, genau, 42. Sollte 42 sein. Na gut, die Nordsleute nehmen Uxkarl leider nicht mehr ein. Ja, dann verpiss dich halt. Irgendwann kommst du sowieso wieder angekrochen, mein Freund. Ich gehe eben noch mal kurz nach Vilosa ein bisschen Brot kaufen. Perfekt. Geben wir halt wieder 400 aus. Wir sind jetzt wieder bei 29.000, also fast. Ein bisschen schade. Ein bisschen schade. Ah, 54 Leute sind da jetzt drin, sehr gut. Ich klappe mal ein bisschen die Burgen ab, vielleicht will sich uns ja jemand anschließen. Sollte eigentlich, also... Ich denke mal, da sind schon ein paar, oder zumindest einer, der sich uns anschließen will. Die sind verloren, sollten sie auch selber eingesehen haben. 34, nur, da geht aber mehr, mein Freund Firentes hier. Da geht aber mehr. Ach, die Burg ist hässlich. Ah, hier ist schon mal keiner drin, aber ich glaube, die kommen dann auch alle nur in meine Burg. Also gehen wir da schnell hin. Wieder Soldaten befördern, perfekt. Uskal. 10 Uskal haben wir jetzt, sehr gut, zweistellig. Am Ende haben wir dann 37 oder sowas, wenn die alle ausgebildet sind. Aber es dauert halt seine Zeit. Gut. Oh, ich sehe ein paar Leute. Oh, ich sehe... Oh! Oh, ho, ho. Guckt euch das mal an. Wen sehen wir denn hier? Mein Freundchen, wer bist du denn? König Gravit? Ist das nicht... Stoppuhr starten? So, ist das nicht... Gravit? Einer von den Rodoks? Ich weiß es nicht. So, ich bin André. Nee, ich stehe zu Diensten. Mein Name lautet André. So, ich will mich ja nur mal vorstellen. König Harlaus, ja, ja, ist klar, deswegen habe ich ja gesagt, ein paar Leute werden jetzt rüberkommen. Perfekt, wir haben zwei neue Fürsten. Es läuft gerade und das müssen wir jetzt eigentlich ausnutzen und diese eine blöde Burg erobern. Ja. Ja, ja, die müssen wir jetzt bald... Ich war gerade irgendwie voll Brain AFK. Tut mir leid. Weil wir können ja unsere Truppen sammeln und dann ab zu der Burg und dann zusammen angreifen. Aber ich will erstmal meine Truppen noch trainieren. Weil ich hätte jetzt schon gerne einen voll ausgebildeten Trupp. So, und ich guck nochmal nach. Die sind immer noch akzeptierend. Ich hätte die gerne noch weiter in meiner... Also bei mir. Dass sie mich noch mehr mögen. Weil die sind mir wichtig. Weil mit dem Königreich Nords würde ich mich doch gerne erst am Ende anlegen. Gut. Truppen befördern. Perfekt. Zwei Stück nur, aber immerhin. Oh, guck mal an. Oh, komm her! Den haben wir. Den haben wir. Der kommt nicht mehr weg. Nicht an die Küste, da ist es so bergig. Oh. Ah gut, perfekt. Ist es noch besser, dass... Jetzt der Nordsmann, den angegriffen hat, weil, wie schon gesagt, der mag uns dann mehr. Aber besser gesagt, das ganze Königreich. Gut, ich will nicht alleine vorrennen. Aber es waren auch nur 30 Leute, glaube ich. Ach, da unten, da können wir auch reinrennen. Da, das ist kein Problem. Gut. Boah, hätte ich da Angst, wäre ich jetzt da unten in diesem Tal und dann kommen da so alle runter. Oh. Aber das wäre cool, würde man hier eine Stadt aufbauen. Da oben... Ah, okay, ist mir eigentlich ungünstig, weil wenn man da oben steht, könnte man... Oh, ein Schlag und er ist weg. Weil wenn man da oben steht, könnte man, glaube ich, ganz easy, aber richtig easy, die Stadt angreifen und bombardieren, deswegen. Aber es wäre auch schon cool. Ja, es wäre doch ganz cool. Also, weil ich meine, wenn man hier so die Stadt hat und da oben kann man auch noch ein paar Wachtürme aufstellen. Oder vielleicht ist es auch einfach nur so ein ganz dünner Berg, wo man nicht raufkommt. Weil dann wäre man voll stark geschützt. Das wäre cool. Also, ich habe öfters mal davon erzählt, also wenn man
so ein Remake von Mount & Blade machen würde, Warband halt. Und dass man hier so noch so Städte selber erbauen kann, so Dorf, also Haus für Haus und so, also. Das wäre geil, da kommt man hier so, hier kommt so meine Burg hin und da kommen so Häuser hin, wo die arbeiten, die ganzen Leute. Das wäre cool, also. Das wäre das perfekte Spiel, fände ich. Ja, aber man kann ja nicht alles haben, ne? Man kann ja nicht alles haben. Wo habe ich dein Schild zerstört? Nee, lol, er hat es fallen lassen. Durch meinen heftigen Schlag. Gut, den machen die mal. Dann haben wir es auch schon. Easy. Nee, ich will ihn nicht zurückziehen, ich will beenden. Ich guck mir nochmal den Berg an. Ich will ihn mir nur mal angucken. Ich glaube, na, hier kommt man nicht weiter. Okay. Ja, kein Problem, ich helfe doch gerne. Gefangen nehmen, perfekt. Vielleicht rücken die ja noch ein bisschen Geld für den raus. Ja, noch einen mitnehmen, einen Gefangenen. Jetzt wird langsam schwer mit dem befördern. So, vielleicht können wir da noch auch noch helfen. Ja, perfekt, die wollen den wieder haben. 1600 kassiert. Und wir können helfen. Zwar nur 6 Leute, aber wie schon gesagt. Wir brauchen das Nordkönigreich als Verbündeter. Ich kann auch mal den König an, zum König gehen. Gucken, dass ich für den ein paar Aufgaben erfüllen kann. Weil dann verbessere ich halt meine persönliche Beziehung mit ihm. Aber ich weiß halt nicht, ob sich meine Beziehung dann mir den ganzen Königreich verbessert. Aber der König entscheidet ja, mit wem es Krieg gibt. Das heißt, der kann ja dann auch ein gutes Wort für uns einlegen, denke ich mal. Wenn wir eine persönliche Beziehung, eine gute persönliche Beziehung mit ihm haben. So, wie lange dauert das hier noch, meine Freunde? Es sind ja nur 6 Leute. Jetzt haben wir es. Perfekt. Sehr gut. Kein Problem. Berichte. Ah, jetzt sind wir schon bei 19. Vorher waren wir bei 18, aber es ist halt noch nicht so viel. Die sind halt erst akzeptierend. Oh, die trauen, da trauen sie sich aber raus. Da trauen sie sich alle raus. Ha! Jetzt haben wir sie. Die Jagd beginnt, meine Freunde. Ist ja gut, dann machen wir doch mal gleich den. Haha, die Jagd beginnt. Gut, dann können wir eigentlich auch schon unsere ganzen Leute versammeln. Jetzt, wo die sich alle rausgetraut haben, weil jetzt ist ja keiner mehr drin und die Burg belagern. Ich glaube, das machen wir gleich sofort. Nach der Schlacht hier. Dann haben wir 3 Burgen. Die eine Burg ist halt ein bisschen weiter weg, aber... Und dann sofort mit dem Nordkönigreich anfreunden. Weil dann haben wir es. Also die Nords... Weil das Nordland ist mittlerweile so groß, da kann uns eigentlich nichts mehr passieren. Wir sind geschützt vom Nordkönigreich, deswegen. Ich werde jetzt so viel für den König erledigen, dass der mich liebt. Das werde ich jetzt tun, also. Weil es sieht im Moment richtig gut aus. Also noch sieht es richtig gut aus. Weil ich denke, auch wenn das Rodox-Königreich sich gegen uns schließt, werden wir es schaffen, werden wir es schaffen, ich weiß nicht, könnten wir uns noch verteidigen, solange das Nordkönigreich auf unserer Seite ist. Ach, der Himmel sieht eigentlich auch ganz schön aus. Auch wenn er sich nicht bewegt, er sieht schön aus. Gut, haben wir es jetzt geschafft oder was ist los hier, meine Freunde? Was ist los hier? Ach, hier sind noch ein paar. Ach, nur an die komme ich nicht ran. Zu viele Pferde. Zu viele. Ach, die jubeln. Perfekt. Ihr seid nur mein Gefangener. Ach, jetzt habe ich den Gefangenen nicht mitgenommen. Den befreiten Gefangenen. Gut, lasst uns die Armee zusammenführen, meine Freunde. Ich will die Burg. Es wird eine große Schlacht werden, aber... Ich glaube, wir können das. Erst nochmal den hier, den Elfer. Ne, okay, also wir haben Leute. Wir haben 2 Leute, die uns folgen. Das wird eine große und lange Schlacht. Und wenn die uns jetzt auch noch helfen, dann
Perfekt. Ja, kommt schon, Jungs, kommt schon. Leute, verlieren meine Leute da gerade? Ich weiß nicht. Ah, der hilft ihm nicht. Oh Gott, ich bin so aufgeregt! Das ist jetzt die Entscheidung, da haben wir drei Burgen, das hatten wir noch gar nicht. Die könnten wir dann wahrscheinlich auch noch halten, oh Gott. Sollte jetzt auch nicht so lange dauern, wie das letzte Mal, wegen, weil der Nisa hat jetzt Konstrukteur. Oh Gott. Kommt schon, ich will jetzt an dem Tag hier noch kämpfen, bitte. Oh mein Gott, es beginnt. Oh mein Gott. Und der Belagerungsturm ist nicht so weit weg. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt machen wir selber nicht so viel Verlust, weil viele Leute von unseren Helfern sind da. Oh Gott, das wird so... Oh, schon mal 1-0 für die. So, Bogenschießkünste. Zeigt mal, was ihr drauf habt. Oh ja, am besten die Bogenschützen beschießen. Das wäre das Schlauste, was ich jetzt tun könnte. Na, komm schon. Oh, schön. Na komm. Oh, ich bin so aufgeregt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Na, wie viel willst du noch schlucken? Oh, Kopfschuss! Weg mit euch, meine Freunde. Das ist mein Land. Ich bin der rechtmäßige König von Kaladria oder wie auch immer. Wie heißt mein Land nochmal? Oh, noch ein Kopfschuss! Weg mit euch! Ihr tötet meine Soldaten nicht. Na. Oh, jetzt hat er voll einen in den Hals bekommen. Oh, schöner Kopfschuss. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Aber gut, da sind schon mal ein paar weg an dem Turm. Da vorne, da oben sind auch noch welche, aber das passt eigentlich. Von meinen Leuten sind noch keine gestorben. Ja, das sieht gut aus. Oh mein Gott. Wir haben zwar nur noch so 4 Minuten, aber... wir sind gleich da, wir sind gleich da. Eine Wegewache. Egal, egal, egal. Wir kriegen das Ding. Da haben wir wieder zwei neue Fürsten. Zwei Stück, zwei Stück, zwei Stück. Unser Reich vergrößert sich. Los, Belagerungsturm. Ich helfe mal schieben. Los. Los, Leute sterben. Oh Gott. Los, ich will das nicht verlieren. Los. Oh mein Gott, was ist los, Jungs? Auf geht's. Zum Angriff, zum Angriff. Hoch mit euch. Oh Gott. Och, ich habe mein Schild gehalten. Er kann mich nicht treffen. Fürst Firentes. Oh Gott, bitte. Tut mir den Gefallen und gewinnt das. So, ich schütze mich mal lieber von der Seite hier. Ich glaube, da sind mehr Leute. So, ich schütze meine Leute wieder ein bisschen. Oh Gott. Auf die Burg. Ich glaube, wir sind schon ein bisschen auf der Burg. Ein bisschen sind wir da. Das sieht gut aus. Oh Gott. Oh Gott. Oh, das sieht, jetzt sieht es wieder nicht so gut aus. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Ich muss das nächstes Mal anders angehen. Also, ich habe da schon eine Idee. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Männer. Auf sie mit Gebrüll. Wir haben Verstärkung. Auf die Burg, bitte. Ja, wir sind auf der Burg. Wir sind auf der Burg. Und die Verstärkung kommt. Ich bin auf der Burg. Easy. Schnell die Bogenschützen, schnell die Bogenschützen. Die Armbrustschützen, ja. Sterbt! Sterbt in Ehren, meine Freunde! Wir sehen uns in der Hölle! Wir haben die Burg, wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Ich schwöre bei Gott, oh mein Gott, was für ein Leichenberg! Oh mein Gott! Ah! Fangt meinen Sturz ab, Männer! Und bekämpft sie! Wir sind kurz vorm Sieg! Wir müssen unser Königreich erweitern!
Ja! Oh yeah, wir gewinnen! Oh mein Gott! Das ist geil! Was ist das? Nee, da kommt noch eine Wave. Jungs, runter hier, wir brauchen mehr Platz. Wir können nicht auf der Treppe kämpfen. Ja, wir sind unten. Wir sind unten. Das war's, das war's. Jetzt können wir nicht mehr verlieren. Jetzt können wir nicht mehr. Wir können nicht mehr verlieren. Einfach draufhauen. Haha, ich bin so glücklich. Oh mein Gott, das ist die geilste Folge hier. Ja, besser gesagt, die erfolgreichste. Ach. Eine Wave nach der anderen. Wir hauen die allesamt weg. Ah, das ist so geil. Das ist so geil. Oh Gott, so viele Armbrustschützen. Die werden uns nochmal ganz schön zusetzen, glaube ich. Oh, das war's. Das war's. Wir müssen noch vorrücken, Männer. Gut, ich stelle mich jetzt vor die. Und fange ein bisschen die Pfeile ab. Ich habe keine Lust, da jetzt sofort zu rennen. Aber jetzt müssen wir, jetzt zählt's, Ah! Sterbt! Ihr seid im falschen Königreich. Oh Gott. Oh Gott. Kommt da einfach noch eine Wave? Die würde uns ganz schön zusetzen, merke ich gerade. Weil wir haben nicht mehr so viele Leute. Und wenn jetzt noch eine Wave kommt, dann müssen wir uns zurückziehen. Also dann müssen wir auf Verstärkung warten. Oh Gott, ich hätte lieber die Bogenschützen. Oh, weil die nerven. Werden ignoriert und können von außen schießen. Oh Gott, noch eine Wave ist gespawnt, oder? Ich muss hier raus. Wir brauchen Verstärkung. Wir schaffen es nicht. Zu viele Waves, zu viele starke Leute. Das sind alles ausgebildete Reiter hier, glaube ich, bei den spanischen Leuten. Oh, noch eine Wave. Unterstützung! Wir brauchen Hilfe, Männer! Kommt und rettet uns! Oh Gott. Viele sind gestorben! Männer! Rettet euren König! Euren rechtmäßigen König dieses Landes, dessen Namen ich nicht nennen kann. Ha, einer nach dem anderen. XP ohne Ende! Ha! Und du auch, mein Freund. Alle werden sterben. Weiter geht's. Rückt vor, Männer. Der Sieg ist zum Greifen nahe. Kleti, meine Freundin. Rücke vor. Oh Gott. Das sind die letzten. Das sind die letzten Männer. Bekämpft sie. Für euren König und für euer Königreich. Genau. Ignoriert den Leichenberg. Kleti setzt zum Schlag an. Das war's. Der letzte! Oh mein Gott! Und wir haben nur 11 Tote. Nur. Oh Gott. Gefangen. Gefangen! Gefangen! Das ist so geil. Nordkrieger nehmen wir. Wege, Leute. Oh Gott, jetzt können wir uns. Jetzt haben wir ein bisschen Auswahl. Wege Veteran, nein. Wege Fuß, nein, nein, nein. Ich hätte. Nehmen wir nochmal. Nee, wir brauchen Nahkämpfer. Oh Gott, oh Gott. Das hat mir jetzt die Rest gegeben, dieser Kampf, ey. Nehmen wir nochmal Reiter mit. Den Rest rekrutieren wir einfach. Oh Gott. Die Burg gehört uns! Ah, perfekt. Das Königreich der Mitte. Perfekt. Danke, Männer. Ihr könnt wieder nach Hause gehen. Oh Gott. Gut, und jetzt Trupp. Nisa, den brauche ich. Den Nisa brauche ich. Guck, hier seht ihr es auch. Kleti, Spurensuche, okay. Manet, gib mir Handel und Erste Hilfe. Jirimus, gib mir Chirurgie und Wunderbehandlung, okay. Dann gebe ich mal. Rolf gibt mir nichts, zum Beispiel nichts. Rolf gibt mir nichts, den kann ich
zum Fürsten machen. Der kriegt die Burg. Ja! Weil der eine Fürst, mit dem einen Fürst habe ich einfach minus 25. Aber den habe ich auch sehr oft getötet, glaube ich. 2 OSK. Oh Gott, perfekt. Wir haben keine Ritter mehr. Wir haben kaum noch Ritter, alle gefallen. Gut, wen kann ich noch weggeben? Kleti, die gibt was. Nisa. Ymira und Jerem. Ne, Ymira gibt nichts, okay. Die kriegt das Dorf. Huh, mein Herz! Mein Herz, mein Herz. Das war's für die Folge. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Was macht der denn da, ey? Nur mal ganz kurz. Ich cheate mich mal kurz nur zu dem. Also, ich will nur mal kurz gucken, was er sagt. Ich will nur wissen, was er sagt. Okay, ich habe gedacht, der könnte sich jetzt uns einfach anschließen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also, es war's für die Folge. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Unser Königreich steht wieder. Und in der nächsten Folge beschäftigen wir uns natürlich damit, dass wir... uns mit dem Königreich von den Ortsleuten uns zusammentun. Und die haben das hier erobert, sehr schön. Puh. Also Leute, das war's. Also ich der Hammer, es ist ein Traum. Also, wir sehen uns dann. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.